Wir schreiben das Jahr 1979, die Frühzeit der Videospiele. Auf der Heimkonsole Atari 2600 erscheint ein Spiel namens Adventure. Darin erforschen die Spieler Burgen mit zahlreichen Räumen. Was anfangs keiner ahnt, es gibt im Spiel ein Geheimzimmer. Nur wer die richtigen Gegenstände zum richtigen Ort trägt, kann die Kammer betreten und findet darin einen leuchtenden Schriftzug. Das erste populäre Easter Egg der Spielegeschichte. Easter Eggs sind eines der hübschesten und vielfältigsten Phänomene der Softwarekultur. Ein Easter Egg ist ein versteckter Gag in einem Spiel. Easter Eggs, das sind so kleine Überraschungen, die man im normalen Spiel eigentlich nicht zu sehen bekommt. Die muss man also schon suchen. Klassisches Rumprobieren, irgendwas weckt deine Neugierde und du denkst dir, schauen wir mal, was passiert. Zum Beispiel, wenn man in Warcraft 3 oft genug auf ein Schaf klickt. Oder wenn man in GTA Vice City eine scheinbar solide Hausfassade anspringt. Oder wenn man in Max Payne 2 ein Klavier anklickt und erhält die Titelmelodie des ersten Teils improvisiert. Das sind klassische Beispiele für Easter Eggs, die mal leichter, mal schwieriger versteckt wurden, damit sie von den Spielern aufgespürt werden. Genau wie Ostereier. Dabei begann die Geschichte solcher Geheimnisse als ganz ernsthaftes Versteckspiel. Der Clou an Easter Eggs war ja ursprünglich, dass der Grafiker oder Programmierer sie heimlich ins Spiel geschmuggelt hat. Also das heißt, dass der Arbeitgeber gar nicht wusste, dass da was Ungeplantes in seinem Programm steckt. Der Geheimraum ist nur deshalb in Adventure, weil Atari damals den Entwicklern verboten hat, ihre Namen zu nennen. Dann haben die das halt im Geheimen gemacht. Da steht dann also drin, erschaffen von Warren Robinette. Die Spieler waren begeistert von der Schnitzeljagd. Easter Eggs avancierten von einer heimlichen Rebellion zum Standardinhalt in immer vielseitigeren Ausprägungen. Besonders häufig amüsante Seitenhiebe und Anspielungen. Wer in Fluch von Monkey Island den Sumpf genau unter die Lupe nimmt, findet zum Beispiel einen X-Wing aus Star Wars. Im Herrenhaus von Lara Croft hängt in einer dunklen Ecke ein Gemälde von einem Adligen. Eine Anspielung auf Kane, den Helden der Legacy of Kane-Reihe, die vom gleichen Entwicklerstudio stammt. Für die Studios ist das so eine Mischung aus Markenpflege und Treuebonus. Wer frühere Spiele kennt, der wird für seine Treue belohnt und zwar auf eine Art und Weise, dass es andere Spieler nicht stört. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen. Oft geht's aber auch nur um relativ sinnfreie Blödelei und nette Witze. Etwa wenn der kühle Auftragskiller Hitman auf einmal das Tanzbein schwingt. Wenn man Besuchern in Zoo Tycoon akute Übelkeit aufzwingt oder wenn Einheiten aus Warcraft 3 genervt auf mehrmaliges Anklicken reagieren. Seid ihr der König? Also ich hab euch nicht gewählt. Wir haben eine Hexe gefunden. Dürfen wir sie verbrennen? Besonders beliebt bei den Spielern sind Bonusinhalte. Im Adventure Day of the Tentacle steckt zum Beispiel der gesamte Vorgänger Maniac Mansion. Das Add-on Gegenangriff zum Echtzeitstrategiespiel Alarmstufe Rot enthält eine versteckte Mini-Kampagne, in der man gegen Riesenameisen antritt. Das gilt ja nicht nur für Spiele, sondern auch für andere Software. In Google Earth zum Beispiel, da kann man durch eine spezielle Tastenkombination so einen Flugsimulator aktivieren und Microsoft hatte früher auch Spiele in Word oder in Excel. Allerdings, diese Zeiten sind vorbei. Die meisten Beispiele für legendäre Easter Eggs sind 5 oder 10 oder noch mehr Jahre alt und heutzutage findet man immer seltener welche. Das hat mit der Professionalität der Branche zu tun. Die meisten Firmen dulden keine versteckten Inhalte mehr. Was für die Spieler süße Überraschungen sind, kann für die Hersteller zur bösen Überraschung werden. Wie ein verborgener Spielinhalt eine Firma Millionen kosten kann, bewies 2005 das Actionspiel GTA San Andreas, in dem der Held Carl Johnson mit Frauen ins Bett steigen konnte. Das Geschehen bleibt züchtig, die Kamera bleibt draußen. Allerdings, im Programmcode schlummern explizitere Szenen, die sich durch eine Modifikation freischalten lassen. Auch dann bleibt das Pärchen brav bekleidet, aber die Öffentlichkeit war geschockt. San Andreas ist ja nicht der einzige Fall. Früher waren die Easter Eggs immer wieder mal schlüpfrig. Ich erinnere mich zum Beispiel an King's Quest 8. Da konnte der Held Connor nackt rumlaufen. Das Problem ist die Altersfreigabe. Der Entwickler reicht so ein Spiel ein, kriegt dafür ein Alterssiegel und nachher stellt sich raus, da ist zum Beispiel versteckte Brutalität drin oder sind Nacktszenen drin und so weiter. Und da kommt der Entwickler in Teufels Küche, denn da stimmt ja die Altersfreigabe nicht mehr. GTA San Andreas muss zum Beispiel komplett aus dem Laden genommen werden, wegen solchen versteckten Szenen. Easter Eggs sind deshalb in vielen Entwicklerteams untersagt. Alleingänge können Mitarbeiter den Job kosten. Da gab es 1995 diesen Präzedenzfall mit SimCopter. Da hatte einer der Entwickler im letzten Level schwule Kerle eingebaut in Badehose, die den Piloten küssen. Und Maxis wusste davon nichts. Als es rauskam, wurde der Typ natürlich gefeuert.
Ihren anarchistischen Charme haben Easter Eggs verloren. Wenn es sie gibt, dann sind sie vom Entwickler vorgesehen. Dass sie seltener geworden sind, ist bedauerlich, denn Easter Eggs tragen nicht nur zur Tiefe und Popularität von Spielen bei, sie spielen auch auf sympathische Weise mit deren Beschränkungen. Normalerweise passiert in dem Spiel ja nur dann was Gutes oder überhaupt irgendwas, wenn man sich an die Regeln hält. Das Coole an Easter Eggs ist, dass sie genau andersrum funktionieren. Sie belohnen einen dafür, dass man sich eben nicht an die Regeln hält. Easter Eggs sind etwas sehr Menschliches. Wir sehen Grenzen und wir denken uns, da muss es doch einen Weg drumherum geben. Easter Eggs belohnen Neugierde und Einfallsreichtum. Vielleicht werden Easter Eggs in Zeiten von durchgeplanten Blockbuster-Spielen also doch wieder zur Domäne von heimlichen Rebellen wie Warren Robinette.